Wir sind heute bei den Eisenbahnfreunden Wetterau im Zug. Ich bin Gregor, du bist? Der Sven. Wo fahren wir heute hin? Also wir fahren heute hier mit einem, ja, Dampfzug ist es nicht. Wir haben ja schon erfahren, dass Dampfzüge aufgrund der Trockenheit nicht fahren dürfen. Haben wir eine andere Lok, wir werden die nachher mal im Bericht sehen. Fahren wir hier von Bad Nauheim über Butzbach-Griedel nach Münzenberg. Genau, die Lok ist eine V36, das ist eine Diesellok. Wie gesagt, Waldbrandgefahr, es war lange trocken, da dürfen die nicht mehr Dampfloks fahren. Es gibt Funkenflug, früher war das, hat man das ein bisschen anders gesehen, da gab es halt keine anderen Alternativen. Heute muss man darauf achten und wir schauen uns jetzt mal an, was uns auf der Strecke so erwartet. Fahrzeiten sind in den Sommermonaten an jedem ersten und dritten Sonntag um 10 Uhr, um 13 Uhr und um 17 Uhr ab Bad Nauheim. Die Strecke geht von Bad Nauheim Nord nach Münzenberg. Toiletten gibt es hier im Zug überall. Und jetzt gehen wir erstmal in den wichtigsten Wagen überhaupt. Jetzt kommt der Speisewagen. So, hier ist der Speisewagen. Hier gibt es erstmal Souvenirs. Jede Menge Getränke, Postkarten, Aufkleber. Kuchen, das klingt gut. Ich glaube, hier werden wir uns während der Fahrt ein bisschen mehr aufhalten müssen. Gehen wir mal weiter an den Süßigkeiten vorbei. Das scheint wohl der Speisebereich zu sein. Ich setze mich mal hier hin. Ja, hier sitzt man ganz gemütlich. Gehen wir mal weiter. Zum Abort geht es hier nämlich. Steht da an der Wand. Hier kann man während der Fahrt wirklich auch mal draußen stehen, mal rausgucken. So, hier gibt es schöne alte Holzsitze. So, wieder geht's rüber zum nächsten Wagen. Und jetzt haben wir zwei Wagen, die anderen, die waren bisher alle grün. Jetzt haben wir welche, die sind hier blau und beige. Aber drinnen sieht es genauso aus wie die Wagen, in denen wir eben schon waren. Vereinzelt liegen noch Koffer hier drin, im alten Design, passend zu den alten Zügen. Und so sehen die Züge von den Eisenbahnfreunden Wetterau aus. Und jetzt fahren wir gleich mal los. Los geht es über den Parkplatz hinter dem Bahnhof und dann auf die eigene Strecke von den Eisenbahnfreunden Wetterau. We'll be right back.
Im Buffetwagen wird für alles gesorgt. Kaffee, Kuchen, kalte Getränke, alkoholische Getränke und Würstchen. Da stehen ja Leute am Rand. Ob die wohl mit wollen? Na klar, das hier ist ja ein Bahnhof, auch wenn es nicht ganz so aussieht. Das hier ist der Dienstraum. Hier gibt es einen Schreibtisch und andere Sachen, die man für den Bahnbetrieb unterwegs brauchen kann. Es gibt Bahnübergänge, die sind besonders gefährlich. Da reicht dann nicht aus, dass die Lok einmal hupt. Da muss dann jemand aussteigen und mit einer Fahne wedeln. Yeah.
wieder ein gefährlicher Bahnübergang. Mit Schwarzfahrern haben die Eisenbahnfreunde Wetterau eher wenig zu kämpfen. Trotzdem werden hier die historischen Fahrscheine kontrolliert. Und da wären wir im nächsten Bahnhof. Neben mir sitzt jetzt Tristan Gurb. Er ist Zugführer heute in der Bahn. Hallo. Schönen guten Tag. Was ist Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe ist in erster Linie, auf die Fahrgäste aufzupassen. Als Zugführer bin ich Chef des gesamten Zuges. Und das heißt, wie gesagt, ich bin für die Sicherheit zuständig. Das heißt, an Stationen Abfahrtsauftrag geben, Fahrkarten kontrollieren, alles, was auf den Zug halt anfällt. Und ihr verkauft auch Fahrkarten heute? Richtig, bei uns wird noch alltypisch, vom Schaffner werden die Fahrkarten noch verkauft. Wir tun unsere Fahrgäste nicht abkassieren, indem wir ihnen 40 Euro aufschreiben. Ja, das wäre auch für einen Museumsverein, glaube ich, eher abschreckend. Was seid ihr genau für ein Verein, was macht ihr alles? Wir sind die Eisenbahnfreunde Wetterau, sind 1974 gegründet worden als Modelleisenbahnverein und machen seit 1980 Museumszugfahrten auf der Butzbachlicher Eisenbahn von Bad Nauheim Nord nach Münzenberg. Wir machen praktisch Museumsbahnbetrieb an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat. Und das heißt halt, wir machen Touristikbahnverkehr. Das heißt, wir bringen die Leute von Bad Nauheim nach Münzenberg, wo sie sich dann die Burg dort ansehen können, beziehungsweise auch alle anderen Sehenswürdigkeiten hier in der Wetterau. Was ist mit der Strecke? Wurde die vorher benutzt? Die Strecke ist eine der wenigen Privatbahnen des Landes Hessen gewesen, beziehungsweise das erst seit den 50er Jahren. Vorher war es eine typische Kleinbahn, wie man sie von früher gekannt hat. Die wurde von den anliegenden Gemeinden selber finanziert, wurde allerdings aufgrund fehlenden Güterverkehrs und Personenverkehrs in den 60er Jahren fast stillgelegt und sollte 2000 abgebaut werden. Wie man vielleicht, wenn man Nachrichten sehen kann, haben wir da aber schon seit 20 Jahren Museumsbahnbetrieb hier gemacht. Also haben wir uns dann dafür eingesetzt, die Strecke zu übernehmen und seit gut 2000 fahren wir hier auf unserer eigenen Strecke mehr oder weniger. Die gehört euch selber, da fährt kein anderer? Gehören tut sie uns nicht hundertprozentig. Wir haben sie von der Hessischen Landesbahn, so heißt die frühere Betreibergesellschaft, gepachtet, sind für den Erhalt und den Betrieb selber verantwortlich, aber wie richtig angesprochen, das ist unsere Strecke, was den Betrieb angeht. Ohne unsere Genehmigung fährt hier gar nichts. Können die euch die einfach abbauen, wenn die irgendwann sagen, brauchen wir doch gar nicht?
Das würde prinzipiell nicht passieren, denn zwischen Griedel und Münzenberg findet mittlerweile wieder, dafür hat sich unser Verein eingesetzt, findet wieder Güterverkehr statt. Wir transportieren Holz. Und da dort die Hessische Landesbahn mit involviert ist und mit Geld dran verdient, wird das nicht so schnell passieren, weil das jetzt wieder für die Hessische Landesbahn ein lukratives Geldgeschäft ist. Und den Güterverkehr, den fahrt auch ihr? Den fahren auch wir unter der Woche ehrenamtlich. Da wird sich schon mal zeitweise Urlaub für genommen extra, wenn man am Arbeiten ist oder ähnliches. Dann fahren wir mit unserer Maschine von unserem BW in Bad Nauheim hier runter nach Griedel, übernehmen dort den Güterzug von der Deutschen Bahn und fahren den runter nach Münzenberg. Dort wird das Holz verladen und wir bringen es wieder zurück. Den fahren wir selber ehrenamtlich. Und das gibt dann wahrscheinlich Geld für den Verein. Richtig, genau. Mit unseren Museumszügen können wir leider Gottes die Strecke nicht finanzieren. Dafür brauchen wir unsere Güterzüge, weil so ein Streckenkilometer, der kostet auch Geld, wenn der erneuert werden muss. Und genau damit, das finanzieren wir durch unsere Güterzüge. Was habt denn ihr für Loks? Wir fahren ja heute mit einer Diesellok wegen der langen Hitze. Es wäre viel zu trocken gewesen. Wenn jetzt Funkenflug wäre, würde wahrscheinlich irgendwo ein Waldbrand entstehen. Was habt ihr außer die V36, die jetzt dranhängt? Wir haben noch zusätzlich drei weitere Diesellokomotiven. Das sind zum einen zwei Mack-Maschinen aus dem Ruhrgebiet. Die haben dort hauptsächlich im Werksverkehr gearbeitet. Und dann haben wir noch eine Diesellokomotive, die war früher bei der Kali und Salz beschäftigt. Also alles zusammen Werksmaschinen, die auch für Kleinbahnen typisch sind. Klein und gedrungen, geringe Höchstgeschwindigkeit, aber für uns genau ausreichend. Und dann, wie angesprochen, wir haben noch unsere Lok 1, unser Schmuckstück, unsere Dampflokomotive, Baujahr 1904. Die halt heute leider nicht fährt, zum einen wegen der Hitze, zum anderen, weil sie im Moment in Reparatur ist. Wie sieht denn das mit Revision aus? So eine Dampflok muss ja alle 6 Jahre zur Revision. Wie steht es da gerade mit eure Lok? Im Moment, unsere Lok hat schon ihre erste Werkstattfahrt hinter sich. Das heißt, wir haben eine Probefahrt durchgeführt, um zu sehen, ob alle Sachen soweit arbeiten. Hauptuntersuchung steht erst, wenn ich mich recht erinnere, nächstes Jahr an. Sobald diese kleineren Arbeiten jetzt abgeschlossen sind, ist geplant, dass sie dieses Jahr noch unsere Museumszüge zieht. Und die nehmt ihr halt, wenn ihr könnt, und wenn wegen Waldbrand, müsst ihr eine andere Lok nehmen. Richtig, ganz genau. Sollte es wegen Waldbrand nicht gehen oder generell, weil es zu trocken ist, dann wird auf unsere Diesellok ausgewichen. In der Regel zieht aber unsere Dampflokomotive die ersten beiden Personenzüge. Der letzte wird trotzdem normalerweise mit Diesel gefahren, weil wenn man mal sieht, wie lange man braucht, um eine Dampflok anzuheizen, und dann muss man ja abends die Maschine noch kalt machen und das Betriebspersonal will irgendwann nach Hause. Wenn sie rechnen, ungefähr 5 Stunden zum Kaltmachen und wir kommen erst so gegen 7 Uhr abends im BW an, 5 Stunden drauf, dann ist es mitten in der Nacht und am nächsten Tag wird ja normalerweise wieder beim normalen Arbeitgeber gearbeitet. Die kann man nicht einfach stehen lassen und das Feuer geht dann halt irgendwann aus? Nein, nein, auf keinen Fall. Eine Dampflok muss immer überwacht werden, da muss immer Personal sein. Solange Feuer im Kessel ist, muss gewährleistet sein, dass jemand dabei ist und darauf aufpasst. Es könnte sonst passieren, wenn zum Beispiel das Wasser im Kessel komplett verdampft, dass es dann zu einem Kesselzerknall käme. Das heißt, dass der Kessel explodieren würde. Das steht natürlich nicht im Mittelpunkt unseres Interesses. Und genau aus Sicherheitsgründen ist das A vorgeschrieben und zum B würden wir auch nichts anderes tun. Das heißt, es muss immer jemand bei der Lok bleiben und das wären dann halt diese 5 Stunden. Und da muss man dann mal Wasser nachlegen oder so? Genau, das heißt, es muss Wasser nachgefüllt werden in den Kessel. Das Feuer muss praktisch gleichmäßig abbereitet werden, dass es zusammenfällt. Wenn der Kessel sonst zu heiß wird an einigen Stellen, könnte es passieren, dass er sich verzieht, weil einige Stellen heißer sind als andere. Also es muss immer gewährleistet sein, dass Personal da ist, was mit der Maschine betraut ist und was dafür sorgt, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Die Fahrten beginnen ja immer um 10 Uhr in Bad Nauheim. Wie lange vorher müsst ihr dann euch um die Dampflok kümmern, dass ihr überhaupt losfahren könnt? Also prinzipiell müsste die Dampflok 7 Stunden vorher angeheizt werden. Es ist aber geplant, beziehungsweise das wird auch so durchgeführt, die Maschine wird samstags abends angeheizt. Und dann wird praktisch ein Nachtdienst gestellt über Nacht, der auf die Maschine aufpasst. Das hat einfach den Grund, eine Dampflok kann man nicht auf Haruck anheizen. Das würde dem Kessel nicht bekommen. Durch die schnelle Hitzeausdehnung würde der sich verziehen. Deswegen muss man das langsam machen. Wenn wir das aber in einer sehr knappen Zeitfrist machen, dann können wir vorher nicht die einzelnen Einrichtungen der Dampflokomotive kontrollieren, was alles zum Fahren gebraucht wird, ob was defekt ist oder nicht. Wenn wir dann kurz vor der Fahrt stehen und es dann erst bemerken, dann kann die Maschine nicht fahren. So haben wir eine ganze Nacht Zeit, um gegebenenfalls kleine Reparaturen durchzuführen oder nachzusehen, ob alles funktionstüchtig ist. Und am nächsten Morgen steht die Maschine dann bereit und kann den Zug befördern.
Früher war das mehr oder weniger egal, weil die ja eh immer an waren. Genau, früher war das so, Dampflokomotiven wurden nicht kalt gemacht, die Maschinen wurden über Nacht im Betriebswerk mit einem sogenannten Ruhefeuer, kann man vergleichen wie bei einem normalen Kamin, mit einem kleinen Glut wurde es über Nacht warm gehalten und am nächsten Morgen, so ungefähr 5 Stunden vorher, wurde das Feuer dann wieder auf Temperatur gebracht, dass man wieder genug Druck im Kessel hatte. Da war dann auch immer in der Nacht jemand da, der darauf aufgepasst hat. So, jetzt waren wir die ganze Zeit vorwärts gefahren, auf einmal fahren wir rückwärts. Was ist jetzt los? Das ist ganz einfach zu erklären. Auf unserer Strecke gibt es den Bahnhof Griedel. Der Bahnhof Griedel war früher Betriebsmittelpunkt der Butzbachlicher Eisenbahn. Und früher war es nicht vorgesehen, dass Züge, die von Bad Nauheim kommen, den Bahnhof Griedel anfahren. Die Züge fuhren praktisch an Griedel vorbei Richtung Münzenberg. Damit die Fahrgäste, die in Griedel jetzt einsteigen wollten, trotzdem das tun konnten, gab es in dem Abzweig links, den wir gerade befahren haben, von wo wir kommen, gab es einen Haltepunkt, der hieß Griedel Nord. Problem, diesen Haltepunkt gibt es nicht mehr und der kann auch nicht wieder aufgebaut werden. Damit wir also Fahrgäste im Haltepunkt Griedel aufnehmen, müssen wir rückwärts in den Bahnhof hineinfahren, um Fahrgäste aufzunehmen. Sobald wir das getan haben, wechseln wir wieder die Fahrtrichtung und brechen dann auf weiter Richtung Münzenberg. Was sind das sonst für Bahnhöfe auf der Strecke? Vorhin haben wir mal angehalten, man sah nicht viel von dem Bahnhof. Im Zug hier hieß es ja, wo ist er denn? Ja, sagen wir es so, die Butzbachliche Eisenbahn ist eine, ich nenne es mal ein bisschen schlapsig, Bauernbahn. Die Strecke wurde damals in erster Linie von den Ökonomen und Bauern an den anliegenden Gemeinden finanziert und auch auf denen ihr Drängen gebaut, weil sie ihre Güter nach Friedberg bringen wollten, damit die dort weiter in die Welt transportiert werden konnten. Deswegen hat die Streckenführung auch eine etwas eigenwillige Richtung. Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass der Streckenverlauf an den eigentlichen Ortschaften vorbeigeht und auch einen etwas eigenwilligen Kurvenverlauf hat. Das liegt daran, dass die Bauern damals nicht wollten, dass die Strecke durch ihre Felder geht. Also wurden vorwiegend alte Feldwege genommen, um die Strecke dort entlang zu führen. Deswegen fallen auch die Stationen etwas kleiner aus. Es war schon immer eine kleinere Nebenbahn für Bauern und Ökonomen, die praktisch ihre Güter, das ist ja nicht viel gewesen, dann nach Friedberg zu bringen wollten. Deswegen fallen die Stationen etwas kleiner aus. Kommen wir mal zu eurem Verein. Wie viele Leute seid ihr denn? Prinzipiell sind wir 100 Mitglieder in unserem Verein. Das umfasst sowohl aktive Mitglieder als auch passive. Passive heißt hierbei Vereinsmitglieder, die den Vereinsbeitrag bezahlen, aber aktiv nicht an der Strecke oder an den Loks arbeiten. Von denen, die wirklich aktiv jeden Samstag hier sind, um die Loks und die Strecke in Schuss zu halten und auch die Wagen, das sind ungefähr 20 Mitglieder. Und damit stemmt ihr eure Arbeiten? Genau, damit stemmen wir unsere Arbeiten. Ganz im Stil der 20er Jahre soll heißen, meistens mit Muskelkraft. Heißt, wenn Schwellen ausgetauscht werden, wird das meistens von Hand gemacht. Wir haben zwar technisches Gerät für sowas, das ist aber eher für die ganz großen Sachen, also für so Feinarbeiten, das funktioniert alles über die Schulter. Die Strecke repariert ihr komplett selber, eure Loks repariert ihr, eure Wagen? Also ihr macht wirklich komplett alles selber oder gebt ihr immer was ab? Hauptsächlich machen wir alles selber. Die Strecke wird von uns in Eigenleistung repariert. Das hat einfach den Grund, dass wir da effektiver arbeiten können. Eine große Firma würde mit ihrem großen Baugerät hierher kommen und würde auf lange Sicht, also ich sag mal, für die würde es sich nicht lohnen, kleinere Stellen auszubessern. Das würde für uns eine riesen Rechnung geben und für die Firma, die das machen würde, würde sich das nicht lohnen. Deshalb werden kleinere Arbeiten in Eigenregie gemacht. Das gleiche gilt für die Loks und Waggons. Das, was wir machen können, machen wir in Eigenregie. Das heißt zum Beispiel von den Waggons wird jährlich eine Bremsuntersuchung durchgeführt, ob alles technisch soweit in Ordnung ist. Nur die größeren Sachen, als Beispiel wäre da unsere Dampflok zu nennen, wenn die Kesseluntersuchung fällig werden würde, dann würde die Maschine an externes Werk gehen, das wäre hierbei das Werk in Krefeld. Dort würde dann der Kessel untersucht werden und praktisch die größeren Arbeiten dran durchgeführt werden. Okay, wie sieht's denn mit Nachwuchs in eurem Verein aus? Also nachwuchstechnisch sieht es im Moment eigentlich sehr gut aus. Wir haben jetzt dieses Jahr wiederum 3 neue Mitglieder dazu bekommen. Im jüngeren Alter, soll heißen unter 20 Jahren. Das ist eigentlich für einen Eisenbahnverein sehr gut. Natürlich wäre eine Traumvorstellung, wenn das gleichmäßig wäre. Das ist leider nicht haltbar, aber ich sage mal, was unsere Jugendorganisation angeht, sieht es für uns nicht schlecht aus im Moment. Und was kann die Jugend so machen? Ich habe mit einem Eisenbahnverein mal gesprochen, da hieß es, die Jugend darf nicht mal fahren, weil die noch keinen Eisenbahnführerschein machen dürfen.
Das ist richtig. Das ist auch, ich sag mal, Handicap bei vielen Museumsbahnen, die auf der Deutschen Bundesbahn fahren. Dort muss natürlich eine Ausbildung wie bei der Deutschen Bundesbahn vorliegen. Wir machen diese Ausbildungen zwar auch, aber wir sind sozusagen unser eigener Herr. Das heißt, wir können Ermessenssachen hierbei stellen und sagen, wenn ich das beaufsichtige, dann kann ich den Kollegen auch mal Fahrkarten kontrollieren lassen oder ich kann denen auch mal etwas schwierige Arbeiten machen. Lokfahren an sich, das ist allerdings trotzdem richtig, das dürfen nur die Kollegen über 21 Jahren. Das hängt hierbei mit der Gesetzeslage zusammen, weil nur über 21 dürfen Personen transportiert werden, das ist einfach so. Aber bei uns darf man schon sehr viel mehr als in anderen Vereinen, das heißt, so kleinere Arbeiten dürfen durchaus verrichtet werden und wenn der Kollege, der die Ausbildung gemacht hat, das beaufsichtigt, dann darf zum Beispiel auch mal der Zug auf Reise geschickt werden, das heißt abgepfiffen werden an Stationen oder ähnliches. Weil ihr einfach euer eigener Chef seid und keine DB-Strecke benutzt. Richtig, bei der DB, da wäre das sehr viel strenger, genau. Bei uns besteht da die Möglichkeit, da ein bisschen kulanter zu sein. Natürlich darf man bei uns jetzt nicht gleich, wenn man neu dazukommt, Lok fahren oder was weiß ich, direkt verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Aber es ist bei uns einfacher einzusteigen, weil man nicht erst groß Ausbildung machen muss, sondern wir können die Leute langsam, aber sicher von unten heraus ranführen. Das heißt, wenn sie bei uns anfangen als normaler Arbeiter, fangen sie samstags an mit Streckenarbeiten, das heißt so Gleise verlegen und so weiter. Danach haben sie dann die Möglichkeit zum Rangierer aufzusteigen, alles nach und nach, das heißt Wagen an- und abkuppeln und ähnliches und langsam aber sicher können sie dann praktisch diese Leiter hochsteigen. Bei der großen Bahn wäre das mehr oder weniger nicht möglich, bei uns hingegen hat man die Grundlagen, um praktisch richtig basistechnisch anzufangen. Das heißt, wir können den Jungen, zum Beispiel dem Kollegen, der frisch dazugekommen ist, haben Sie vielleicht gesehen, der Kollege ist eingewiesen worden, wie Fahrkarten zu kontrollieren sind und das würde halt gehen im Gegensatz zur Bahn. Okay, ja, dann danke ich für das Interview und wie lange fahren wir noch? Wir fahren einen Moment, wenn ich kurz auf meine Uhr sehen darf. Wir fahren, Moment, wo sind wir? Wir befinden uns jetzt kurz vor Gambach, das heißt, wir fahren noch ungefähr 10 Minuten, dann sind wir in Münzenberg und haben eine halbe Stunde Aufenthalt. Und dann geht's wieder zurück und das macht ihr dreimal? Genau, wir fahren heute noch dreimal am Tag. Und dann ist Feierabend heute Abend.
Eine Besonderheit dieser Strecke ist der Bahnhof Griedel. Wie uns Zugführer Tristan Gurb im Interview schon erklärt hat, liegt dieser abseits der Strecke und muss rückwärts angefahren werden. Was ist das für eine Lok? Das ist unsere Lok Nummer 2, liebevoll genannt Lotte. Ist eine Wehrmachtslokomotive, war früher im Verschiebedienst eingesetzt, ist 1942 gebaut worden. Kam nach der Wehrmacht in die Zuckerfabrik hier in Friedberg, ist also eine regionale Maschine. Und nachdem die Zuckerfabrik hier dicht gemacht hat, kam sie dann zu uns. Seitdem ist sie bei uns regelmäßig im Einsatz, fährt unsere Museumszüge und ist so ziemlich die treueste Seele, die wir hier haben im Verein. Ich habe gehört, die sei unkaputtbar. Die ist unkaputtbar, das muss man wirklich sagen, das ist Kriegsproduktion, das Ding frisst alles an Treibstoff, also die ist mit allem zufrieden, die ist genügsam ohne Ende, die Maschine ist unkaputtbar. Okay, und wie schnell fährt die? Höchstgeschwindigkeit sind bei ihr 60 Stundenkilometer, die fahren wir bei uns auf der Strecke aber nicht aus. Höchstgeschwindigkeit bei uns auf der Strecke sind 25 Stundenkilometer. Wer schreibt das vor, die Höchstgeschwindigkeit? Die Höchstgeschwindigkeit wird vorgeschrieben vom Eisenbahnbundesamt in der Regel. Wir haben so vorgeschrieben aufgrund des Unterbaus, da wir nicht mehr den modernsten Unterbau haben, sondern einen historischen Unterbau, dürfen wir nur noch 25 fahren.
angekommen in Münzenberg. Hier muss die Lok von der einen Seite des Zuges auf die andere Seite bewegt werden. Hierfür gibt es ein extra Gleis. So, wir sind jetzt gefahren, eine knappe Stunde. Wir sind jetzt in Münzenberg. Sven, wie fandst du das? Also war eine schöne Strecke, eine sehr schöne Fahrt, eine Stunde. Gut, die Wärme, die nimmt einen ein bisschen mit, aber die Strecke war wirklich sehr schön. Ich kannte die Strecke bislang noch nicht. Ist ja eigentlich auch für Personenverkehr so nicht mehr wirklich freigegeben, außer halt eben für diesen Museumsverein, dass hier diese Zugfahrten zweimal im Monat angeboten werden. Ja, man sieht halt auch, dass hier Holz transportiert wird, also Güterverkehr gibt es hier noch. Und wir sind halt heute mal hier als Personenzug gefahren und ich fand die Fahrt sehr, sehr schön. Also unbedingt mal mitmachen, los geht's immer ab Bad Nauheim oder halt auch von Münzenberg nur nach Bad Nauheim. Es gibt auch Einzelfahrscheine. So, wir fahren jetzt wieder zurück und das schauen wir uns jetzt mal an. Endstation, alles aussteigen. Angekommen wieder in Bad Nauheim.